Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gold Rush The Game. So, wenn diese Folge es durch den Upload-Filter geschafft haben sollte, dann können wir jetzt gleich waschen. Wir machen mal eben aus. Da ich mir mal kurz einen Überblick verschaffen will. Denn wir haben noch nicht gewaschen, das heißt, wir müssen eventuell noch zwei Sachen anschließen. Und zwar, genau, ich wollte diese Mattengeschichte mal probieren. Und dazu brauchen wir nicht den Tisch, sondern wir müssen einen neuen kaufen. Das heißt, wir müssen den wieder mit dem Bagger transportieren oder wir können ihn sogar von Hand tragen. Ich weiß es nicht. Und wir nähern uns langsam an der 100. Folge und zum Jubiläum gibt es nicht irgendwie bei der 100. Folge was Besonderes, sondern schon jetzt längere Folgen für euch da draußen an den Empfangsgeräten. Wenn ihr es gutiert, gerne mit einem Daumen nach oben bekunden. Da würde ich mich sehr freuen. So. Also. Wir schauen mal. Zubehör. So, diese Dinger hier müssen wir sauber machen. Da weiß ich noch nicht, wie das geht. Und hier, das war die Waschanlage. Das ist auch okay. Das sind die Ersatzteile. Genau. Diese Maschine hätte ich gerne. Den Gold-Nuggetator. Denn der kann bestimmt ein bisschen mehr als der Waschtisch. Also, einmal bestellen. Jawohl. Checkout, Order, Abschaltung diese. Und da bin ich mal gespannt. Öfters mal was Neues hier. Wir sehen also immer noch was Neues. Und da haben wir auch schon. Okay, hier müssen die Matten rein. Wasser und Ströme. Kriegen wir hin. So. Dann können wir den auch, glaube ich, mal hier hinstellen. Da steht er schön gerade. Und dann brauchen wir, glaube ich, die Eimer nicht mehr. Das heißt, das können wir dann schon mal anschließen. Müssen wir einmal gerade verlegen. Das soll ja Ordnung muss sein. Guck mal, da vorne sind gerade kleine Schäufelchen und Bürstchen dran. So. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen ja von da keinen Strom. Das heißt, wir können eigentlich einfach eine separate Stromleitung legen. Wir müssen das ja nicht über den Verteiler machen. Das muss ja nicht alles laufen. Den brauchen wir gar nicht. Ja, letzte Folge Thementalk. Heute geht es noch wieder richtig ums Eingemachte. Ich dachte ja auch, bei dem Thementalk aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Ich hatte mich da ein bisschen in ein Dilemma bewegte ich mich hinein. Haben wir keine Kabel mehr, normale? Kleine? Nur die großen. Okay. Gehen wir mal eben ins Zubehörgeschäft. Kabel kaufen. Gut, ein, zwei Eimer brauchen wir, glaube ich, trotzdem noch. Und den Waschtisch brauchen wir, glaube ich, auch noch. Mal schauen. Wir gucken mal. So, Teile, Equipment, Zubehör. Und dazu brauchen wir den Stromkabel. Nummer 2. Und eventuell ist das nicht lang genug. Wir können da auch wieder mit dem Verteiler arbeiten, aber ich glaube, dass dieses große Aggregat weniger verbraucht, wenn man nur den kleinen Stecker anschließt. Bin mir da aber nicht sicher. Finden wir jetzt raus. So. Mal hier rein. Dann mal hier rum. Ne, so lang. Also ich hätte erst gesagt, wir machen das wieder mit diesem Kabelzieh-Trick, aber so lang, nee. Das wäre fast schon wieder Cheaten. Und wie wir ja wissen, der Zylinderkolben ist bei Cheatern
wartungsanfälliger. Was? So. Ich muss übrigens sagen, dass ich das immer noch sehr gelungen finde, so ein Kabelsystem in so einem Spiel zu machen. Das ist nicht trivial. Ne, dass das alles funktioniert, dass man die Kabel verlegen kann, raus, rein, irgendwo. Das würde ich sagen, lassen, kann man schon gelten lassen. So, dann haben wir hier Strom. Wasser. Und jetzt müssen wir. Ist ja da ein Eimer drunter stellen? Nee, nicht, ne? Müssen wir einmal da reinkippen. Doch, wir müssen einen Eimer drunter stellen. So, und dann können wir, glaube ich, hingehen. Aber hier kommen nur die Mosse rein, ne? Ja. Also den Waschtisch werden wir dann auch noch brauchen. Den Waschtisch werden wir auch noch brauchen. Pass auf, dann machen wir da auch noch mal eben Stromverbindung hin. Ja, und dann kommt die große Stunde der Wahrheit. Wir haben jetzt in einem Gebiet geschürft. Wir haben abgebaut, wo eigentlich nicht so viel im Boden sein sollte. Das hat unser Spiel zumindest gesagt. Ist dem auch so. Will man das merken? So. Schawupp. Einmal das. Bling. Wieder auch schon wieder Nacht. Das heißt, wir müssen gleich mal eben wieder kurz. Kurz, aber bündig. Einen Tag überspringen. So. Wenn ich hier Kilometergeld bekommen würde, wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht, oder? Aber wenn man das. Das ist ja das Ding, ne? Da kann man jetzt drum rumheulen, ne? Dass das irgendwie zu lang ist oder zu träge ist. Aber wir müssen das ja, wenn wir wirklich ganz ehrlich mit uns selbst sind, wir müssen das nur einmal machen und dann ist ja fertig. Dann ist ja alles gut. So ist es ja. Und dafür würde ich jetzt schon sagen, also da kann man. Noch mal zwei Hühneraugen zudrücken, ne? Oder ausdrücken, könnt ihr euch aussuchen. So. So. Okay, pass auf, Freunde. Jetzt gehen wir eben Tag machen. Warte mal, 15 Tage. Oh, nee, geht nicht. Wir müssen nachts arbeiten, wisst ihr warum? Geld geht uns aus. Wenn ich jetzt den Tag vormache, sind wir eben minus und müssen erst in die Stadt fahren. Also wir müssen bei Nacht arbeiten. Das neue Gerät hier ist wir leider bei Tag, bei Nacht testen. Okay, wir nehmen jetzt erstmal diese Matten hier. Eins. Passen die da rein? Oh, die passen nebeneinander. Boah. Aber wie viele passen denn dann da rein, um, und was kommt da unten vor allen raus? Muss das dann wieder auf den Waschtisch, oder, hä? Ich weiß das nicht. Eventuell muss das ja wieder auf den Waschtisch, kann das sein? Vielleicht geht das auch nur mit den kleinen Matten. Ah, oh, ist das spannend. Ich mag das, so eine, oh, warte mal. Heißt das jetzt, wir sollen da nicht mehr reintun, oder?
durchschnittliche. Pass auf, wir machen das jetzt mal mit den kleinen. Das ist ja nicht ganz so schlimm, wenn wir da was verbaseln. Ich weiß auch gar nicht, ob die Großen dann da reinpassen, ne? Die sind ja schon wirklich ziemlich groß. Das scheint mir so dieser durchschnittliche Ladegehalt zu sein. Also ich nehme an, das ist einfach ein Maschinchen, das Matten auswaschen für uns macht. Weißt du? Aber den Tisch brauchen wir ja trotzdem noch. So, wie viel gehen hier rein? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 4, 6. Dann müssen wir hier. Ich habe übrigens geschrieben, ich kann die Matten auch so rausnehmen. Habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon mal angesprochen. Also nicht in der letzten, sondern beim letzten Waschen. Aber das möchte ich nicht. Also wenn man. Ha! Mann! Wenn man hier geschickt klickt, dann kann man die drunter wegziehen. Aber das möchte ich gar nicht. Also wir müssen die noch damit dazu packen. Hätte ich jetzt gesagt, damit die Maschine voll ist. Wird jetzt für mich nie so viel Sinn geben. Eventuell passt das da nicht alles in einen Eimer. Was machen wir denn dann? Dann hätten wir natürlich alles verschenkt hier. Aber das sehen wir ja jetzt, wenn wir. Erstmal müssen wir wissen, ob das auch passt. Jawohl, passt. Ah, da passen die großen, passen nur einmal rein. Okay. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, ich stelle die Maschine mal an. Guck mal, was da so passiert. Haben wir noch Mitternacht noch nicht? Ja, ich will jetzt nicht das Geld ausgeben. Ich dachte, wir müssen noch Sprit bestellen, aber. Gold Nuggetator, los geht's. Auch. Und dann die Pumpe. Wo ist denn hier der? Nehmen wir den hier so lange. Wasser läuft, Tisch läuft. Jetzt wird spannend. Also, der macht jetzt uns den Goldeimer voll. Aber mit dieser Sorte der Matten wird der Eimer gar nicht voll. Nur 50%. Dann würde ich sagen, dann waschen wir den auch mal bei 50%. Seid ihr auch so gespannt wie ich? So, pass auf. 15%. Wir sind bei 15. Bei 16. Los geht's. Okay. Ich habe da gerade noch eine Idee. Ich habe da eine Idee. Was wir eigentlich schon lange mal machen wollten, weil wir haben ja jetzt eh gerade das Geldproblem. Pass auf. Ahnt ihr schon? Wir hauen mal hier erstmal wieder aus. Keine Energie verschwenden.
Problem ist, den Kredit müssen wir trotzdem bezahlen, ne? Nicht, dass wir gleich irgendwie mit 180 km/h in die Stadt rasen müssen. So. Und zwar, was haben wir immer noch nicht gemacht, was wir eigentlich immer schon machen wollten? Richtig, Arbeitslampen aufstellen. So. Dann Stromverteiler haben wir, glaube ich, noch einen. Und ein Dings haben wir auch noch. Alter, ist das Duster. Aber praktisch, ne? Muss ich nicht so viel inkludieren. Achso, Checkout hätten wir vielleicht mal machen sollen. Das wäre ganz clever gewesen eigentlich. Also ich laufe hier gerade auf das Zelt zu. Für die Leute, die bei YouTube... Das ist irgendwie so, bei YouTube, die macht das ein bisschen dunkler, ne? Also wenn man da so ein bisschen... eh schon dunkles Material hat, dann kann man ja gar nichts mehr erkennen. So. Meine Frau, die Isabel, die will wohl nicht, weil ich wohl will. Hä? Hä? Wo hat er die denn jetzt angeliefert? Liefern die nachts nicht, oder was? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Arbeitslampe. Eine. Hinzufügen. Checkout. Vier Slots. Hä? Die standen bestimmt da, ihr habt die schon gesehen und ich bin jetzt nur wieder blind. Die müssten doch ganz normal bei dem Gerümpelständer da rauskommen. Und ich weiß Gott wo, oder? Ja, eine steht jetzt hier, aber wo sind die anderen beiden? So, pass auf. Dann machen wir nämlich mal hier einmal bitte komplette Festtagsbeleuchtung an. Und zwar mit einem Verteiler. Und dann würde ich das nämlich mal... Und das ist immer noch nicht besser geworden. Da brauchen wir dann so einen Verteilerkasten, den wir ja, glaube ich, auch noch irgendwie rumliegen haben. Den nicht. Das ist ein Wasserverteiler. Das Kabel brauchen wir. Dann legen wir das mal bis hier hin. Ist gleich schon wieder hell, ne? Also, ich könnte es auch mit Maschinen machen, ne? Also ich könnte jetzt auch irgendwie die Fahrzeuge hinstellen. Aber ihr seht ja, wie schnell jetzt die Batterien und so kaputt gehen. Ich habe so das ungute Gefühl, dass es da einen Zusammenhang gibt. Haben wir wirklich keinen kleinen Stromverteiler mehr? Scheinbar nicht. Okay. Kaufen wir einen. Dann brauchen wir einen kleinen Stromverteiler und dann brauchen wir hier mehr Kabel und irgendwo sind die Lampen hin. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Oder konnten wir uns die nicht leisten? Doch nicht. Wir können uns gleich aber nichts mehr leisten, wenn wir nicht... Haben wir auch 24 Stunden, um das dann abzubezahlen oder wie ist das? So, Ausrüstung. Eine Lampe. Stromverteiler. Und dann brauchen wir noch Kabel. Was hat er denn den Verteiler denn nicht genommen?
So. Wie gesagt, gleich geht die Sonne wieder auf und bis dahin war es fertig. Oh, ist das schön. Die Folge wird so schön klein auf meiner Festplatte. Entschuldigung. So, hör deiner. Geht jetzt ganz schnell. Wie auch, ne? So ein Riesenaggregat und dann, nur um den Kram hier zu betreiben. So, zack. Und dann ist das hier Verteiler. Welcher ist denn das? Der hier, glaube ich, ne? Wenn es nicht regnen würde, dann wäre es noch ein bisschen einfacher. Rechnen. So. Ihr seht wahrscheinlich jetzt wirklich gar nichts mehr. Ich laufe jetzt gerade hier an dem Aggregat vorbei. Man hört es vielleicht. So. Aber ihr habt euch das gewünscht. Das habe ich nicht vergessen. Stell mal Lampen auf. Hieß es da immer. So. Eine Lampe steht. Die andere stellen wir auch noch immer auf. Kommt mir nur wohin. Wegen dem Schattenwurf, ne? Müssen wir die eigentlich auf die andere Seite stellen, aber dann ist die Leitung nicht lang genug. Mal gucken. Da hätten wir dann zur Not nochmal eine Verlängerung. Aber schon geil, ne? Dass auch das geht. So, dann würde ich das vielleicht mal hier so hinstellen. Ist nicht so clever. Das auch nicht. So schon eher. Die können wir fast hier anschließen, aber dann müssten wir ja den zweiten Schalter dafür dran. Ich würde das in einem haben. Warum? Hier, Sprit ohne Ende. Da würde ich nämlich dann... Ja, zur Not müssen wir dann Verlängerungskabel nehmen. So, jetzt ist an dem Bagger die Batterie kaputt. Also, ich finde das ein bisschen ungewöhnlich. Das ist ein bisschen sehr... Haben wir ein bisschen luttes Zeug gekauft hier, hä? Hier oben müssen dann auch nochmal Lampen hin. Aber... Wir sind ja froh, wenn wir jetzt gerade noch so finanziell über die Runden kommen hier. So, zweiter Stecker. Hallo? Ich wollte mir waschen heute, es tut mir leid. Aber gut, wir haben ja eine Erkenntnis, haben wir schon. Und gleich kommt die nächste. Und ja, das sind jetzt die Erkenntnisse aus einem Bereich, wo wir sagen würden, da haben wir jetzt so viel Sachen, hatten wir da jetzt nicht in der Erde drin. Gut. Dann können wir nämlich jetzt erstmal wieder die Matten hier reinstecken. Oder rausnehmen für mehr. Dann haben wir die nämlich fertig. Einmal hier Bäumchen wechsle dich. Und aus der Logistikbranche kennt ihr ja den Spruch. Jede Leerfahrt ist eine, wie heißt das noch? Ist auch geil, ne? Man will so einen Spruch anbringen und kennt ihn nicht. Garderol, du bist echt... Der Beste. So, aber so können wir jetzt nachts arbeiten und die Nacht geht es nicht mehr um Senkel und ohnehin, ihr kennt das ja auch aus Gold Rush, aus der Serie, ne, wenn es dann heißt, oh Leute, wir haben uns jetzt hier schon ein ganzes Jahr wieder zusammen lange Bärte wachsen lassen. Lass uns doch mal gucken, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, dass wir heute Nacht auch arbeiten können. Wir sind doch alle so arm. Wir hatten doch nichts. So, 45. Warum auch immer dann da 45 und es irritiert mich ein bisschen. Können wir auch vorstellen, dass wenn wir nur eine Matte reinpacken, dass es dann... Weißt du? So, zwei...
Haben wir denn jetzt hier überhaupt noch eine drin? Nee, ne? Okay. Vier. Es sind 6 Matten, ne? Das heißt, 2 haben wir da raus. Dass wir jetzt hier hoch, hier einmal rüber müssen. Und dann müssen wir hier die noch nehmen. Dann kriegen wir... Ja, also es ist dann wirklich reine zum Matten auswaschen. Interesting. So. Aber da steht wieder 95. Sollte ich das vielleicht nur so vollpacken, bis... Keine Ahnung. Oh oh. So, verarbeitete Erde 142. Meine Mitarbeiter sind weg. Nein. Oh. Wie lange das jetzt wieder dauert, bis wir neue haben? Oh nein, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Super Stimmung zum Ende. Hey, Party. Tschüss.